wir kommen jetzt aufs Landesleben zu und das heißt hier Hollied. Ja, das ist nur für Eingeweihte. Das ist Hollied. Da filmen wir mal durch, aufs Landesleben rein. Ganz locker. Ja, hier links Aldi, da müsst ihr rein, wenn ihr irgendwie was braucht. Zum ersten Edeka gibt es da auch. Salat war immer nicht schlecht. Schmeckt immer gut. Hier werden noch Sozialanschlüsse verlegt. Wird gebuddelt. Links ist der Friedhof. Basteln wir hier am Auto, Deutschland fahren und linksseitig. Indische Spezialitäten gibt es da und italienische, wahrscheinlich auch, weil die italienischen Farben waren das ja. Hier ein deutscher Gasthof, der lauenburgische indigene Gasthof. Ja, hier ist sehr vielfältig alles mit den Kulinaritäten. Da haben wir noch was. Guck mal, Capri Pizza Service. Alles da. War da nicht früher auf dem Bock? Ist weggezogen. Guck mal. Hier laufen auch keine freien Hunde mehr rum. Sieht man länger nicht mehr. Da gibt es noch Schinkenhäuschen. Früher haben wir ja bei uns einen Wohn gehabt, der hat tatsächlich Hunde gegessen. Ja, das gab's gleich nach dem Krieg. Da war das mit den Hunden nicht so doll, die haben kein langes Leben gehabt. Und wir fahren jetzt mal rechts ab. Hinterher. Hier. Schule. Was das auch sein mag. Schule irgendwie. Gesamtschule. Gemeindeschule heißt das jetzt. Oder Gemeinsamschule. Ja, gleich nach dem Krieg. Da gab es ja auch Flüchtlinge und der wurde bei uns einer untergebracht. Der hat sich die extra eingefangen und ein bisschen gehalten und nachher waren sie weg. Und einmal waren sie weg. Ja, was hier Siedlung wollen wir nicht so zeigen, wollen sie alle in Ruhe lassen. Wir leben da so schön eng in Eintracht zusammen. Alle zufrieden. Hier weite Felder. Ja, das wär's denn. Und Schützen.